Also die wesentlichste Änderung ist sicherlich die Einführung der High-Level-Structure. Das heißt, eine übergeordnete Struktur, wie man es bereits aus der ISO 9001 und 14001 kennt, einheitliche Begriffe und Definitionen. Und all das soll ja den Umgang mit den Normen etwas erleichtern, beziehungsweise die Einführung von integrierten Managementsystemen erleichtern. Es gibt aber auch ganz konkrete, neue beziehungsweise angepasste Anforderungen. Sprich, wie ist denn die grundsätzliche strategische Ausrichtung des Unternehmens als ein Beispiel für ein internes Thema? Oder als externes Thema beispielsweise, wie sind denn die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen? Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch die Bestimmung der interessierten Parteien, sprich Kunden, Mitarbeiter, Behörden etc. Was auch neu ist, ist, dass nun Risiken und Chancen ermittelt werden. Das heißt, wir haben ja die internen und externen Themen und die interessierten Parteien. Und aus all diesen Aspekten müssen nun die Risiken und Chancen, die sich für die energiebezogene Leistung ergeben, ermittelt werden. Zudem rückt das Thema Führung mehr in den Fokus. Das heißt, die oberste Leitung hat nun die gesamte Verantwortung zur Erfüllung der Norm. Sie kann zwar Verantwortlichkeiten delegieren, behält aber die oberste Rechenschaftspflicht. Außerdem sollen andere relevante Führungskräfte mehr in das Energiemanagementsystem mit eingebunden werden und es wird kein Energiemanagementbeauftragter mehr explizit genannt. Allerdings wird gefordert, ein Energiemanagement-Team zu bilden. Unternehmen, die bereits eine ISO 9001 oder 14001 auf Grundlage der neuen Norm eingeführt haben, haben natürlich eine sehr gute Grundlage. Und denen würde ich auch ganz klar empfehlen, sich auf dieser Grundlage zu orientieren.